Guten Tag, meine Damen und Herren. So, es geht wieder los. Was heißt, es geht los? Es fängt an. Und zwar mit Portal 2. Ja, dann hören wir jetzt mal rein. Ja, wir sind also gerade mitten im Tutorial. Uns wurde auch eben gesagt, wir wären im Hyperschlaf gewesen. Und ja, jetzt müssen wir einen Gymnastiktest machen, einen, ja, einen Fitnesstest. D, laufen. W, S. Ah, müssen wir das jetzt so drücken? Oh, hier werden wir aber schön ans Spiel rangefügt. Ah, hier, das Gemälde, ja, wenn du da. This is art. Ich bewundere die Kunst. Wie lang? Yeah. Ey. Naja, okay, bevor wir jetzt Return ins unserem Bett. Schauen wir jetzt hier mal um. Okay. Ja. Naja, dann legen wir uns hin. Wir sind hier anscheinend eingesperrt. Erinnert mich jetzt irgendwie an einen Film. Der Subninja wird gerade bestimmt wissen, an welchen Film. Ja, denn. Ja, komm. Es erinnert mich an einen Film, das reicht. Nein. Wow. Okay. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice, up to you. Wo soll ich mich festhalten? Hier verstecke ich mich im Schrank. Okay. You're right down there. Can you hear me? Ja, ich höre ihn schon. Aber ob alles okay ist, das musst du mir sagen. Naja. Hallo. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious. Ein leichter Fall eines schwierigen. Ja. Try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand? Ach, Hirnschaden zwar. Ja, genau. At all, does any of this make any sense? Just tell me. Just say yes. Okay. What you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Apple. Nö, ich sag jetzt nicht. Ja, okay, ich sag dann doch Apfel. Ja, ich weiß. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor. Auf die Kernschmelze vor? Ja, klar, ich bereite mich auf die Kernschmelze vor. Ja, ich merk's, dass du in der Klemme steckst, weil ich irgendwie auch. Ja, mir geht's da unten nicht gut. So of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Oh. Hold on, this is a bit tricky. Nö, sieht nicht so aus, als wär's. No, why should you tell me anything? Ah. Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Right, close. Can you see? Am I gonna make it through? We got enough space. Naja. Also. Ja. Naja. Kleiner Zusammenstoß. Ey, das war mal mein schönes Zimmer. Guck dir mal an, wie das jetzt aussieht, du Blechdose. Ja. Mal gucken, wie das hier sowieso aussieht. Okay.
Almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're going to need to get out of here. Need. I think this is a docking station. Oh, klar. Get ready. Boah. Good news. That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Ja, ja. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Okay. Not bullet holes. But don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on. Also, ich suche wohl die Portal Gun hier. There we go. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state. Ja, doch eigentlich schon. Ja, aber springen kann ich gut. Okay. At least you're a good jumper. So, you got that jumping on your side. Just do your best and I'll meet you up ahead. Ich hab dich auch lieb. Alright, off you go. Good luck! Hello, and again, to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. Okay. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, 1. Run! Los geht's mit Portal 3! Ja, komm, drehen wir uns rum. Sieht aus wie Portal 1. Nein, natürlich nicht. Wir machen weiter. Naja. Das kenne ich irgendwoher. Button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If so. Tube and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim. Ach so, okay. Ah, das da ist wieder unsere Latrine. Diesmal ein bisschen enger, wie es sich gehört. Naja. Wenn das so ist, dann ist das so. Die Framerate geht hier gerade etwas flöten. Flöten! Naja, ist ja auch wurscht, ne? Boah, ich hab so Durst, ey. Egal. Danach muss man mal kurz Trinkpause machen. Ja. Wenn ich sie spüre... You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Aha, diese Anzeige. Werde ich diesmal wieder beobachtet? Ja, nein, diesmal ist es irgendwie nicht so schlimm. Ah, okay, wo müssen wir als erstes hin? Als erstes müssen wir uns mal das hier schnappen. So, die Steuerung ist immer noch die alte, finde ich auch. Gut so, das Rumlaufen gefällt mir noch nicht so ganz. Naja, so, drauf damit! Abhauen! Diesmal sieht hier alles etwas, ja, nicht mehr ganz so weiß. Eintönig, einfarbig und keine Kameras, die jetzt momentan beobachten. Yay! Technische Schwierigkeiten nennen die das also. Okay. Please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been. Solange ihr mir keinen Kuchen versprechen werdet. Von dem habe ich nämlich die nächste Zeit genug. So, mache ich hier hinpflanzen, damit das auch mal richtig losgehen kann. Hier bin sowieso schon die ganze Zeit am Brennen.
das Spiel hier zu zocken. Oh, mal die Beine ausstrecken hier. Okay. Schauen wir uns das hier mal an. Animal King Takeover. Service Announcement. Aha, im Parlament. Sollte doch Parlament sein, ne? Ich geh mal Was? Warum Affen meine Lieblingstiere sind? Affen sind meine Lieblingstiere, weil Affen irgendwie cool sind. Die popeln in der Nase und können klettern. Alles, was ich auch mache. Ja, falls ihr euch fragt, nein, ich führe keine Selbstgespräche. Hört jetzt doof an. Eigentlich führe ich ja Selbstgespräche, sondern die mit euch, aber bei meinen Aufnahmen ist immer der Sub-Ninja dabei. Und der hat mich gerade was gefragt, und zwar warum Affen meine Lieblingstiere sind. Wir sehen uns einer Stunde, ja, einer Spielstunde bestimmt. Krieg ich das mal endlich die Portal-Gun hier? Ist das? Ja! Yeah! Yeah! Okay. Jetzt fängt die ganze Scheiße mal wieder an hier. Hey! Durch damit. Hier hoch damit. So. Hier hoch. Zack! Hier lang. Zack! Hier lang. Zack! Oh! Ja, so langsam geht's. Das wird mir. Warum wird mir hier immer so ein kleines Portal gezeigt? Na, egal, verstehe ich. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robots. To share. Naja, geht klar. So. Aber machen wir dann mal weiter, können wir hier. Oh ja, stimmt, ich kann nur ein Portal setzen. Oh, daran bin ich schon gar nicht gewöhnt. Setzen wir hier eins. Und springen da durch. Ja. So geübt bin ich noch. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Ach ja. Aperture Science. Aperture Laboratories. Laboratories, so. Naja, mir auch. Wurscht. This next test is very remain tranquil in the face of almost certain death. Smooth jazz will be deployed in 3. Yeah. Jazz moves. Jazz Musik. Ich spiele ja auch ein Instrument. Ich spiele E-Bass. Und naja. Das war's mit der Musik. Darunter. Portal. Oh. Zack, noch ist alles easy. Easy peasy in irgendwo cheesy, easy. Riesy. Naja, jetzt sind wir hier bei 4. Ebene 4. Ja, okay. Ich denke, hier unten ist dann bestimmt wieder 1. Ja, jetzt hier mal auf dem Weg durch. Oh. Wie kommen wir jetzt denn darüber? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ne? Ach so, ja. Eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man nur etwas nachdenkt, aber wie gesagt, Puzzle Games, ne? Wow. Aber irgendwann muss man sich der Herausforderung stellen. Und ich muss sagen, Portal 1 hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Sonst würde ich nicht freiwillig hier nehmen. Bin ja jetzt gerade Portal 2 am Spielen und weil ich wirklich heiß drauf war, es zu spielen, also. Ja, okay, wie geht's denn? Hier entlang? Oder wie?
Was willst du von mir jetzt? Ach so. Ach, Blindfisch. Richtig blind hier. Wird man auch durcheinander, wenn man hier über Kopf quer und überall. Oh Mann. Das da kommt mir aber bekannt vor. Selbst seltsame Zeichen. Ach so, hier unten wird. Ach, das wird mir angezeigt, wo ich mein Portal hingesetzt habe. Auch okay. Auch gut. Okay, wo geht's denn hier weiter hier lang? Ah, und hier sind wir durch und Latrine. Sieht zwar schöner aus, finde ich aber etwas unbequemer, weil es so eng und gepresst aussieht. Und ja, anstatt wie beim Portal 1er erwartet uns hier kein Ladedaten oder Dateien war es, sondern es kommt ein Ladescreen. If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Okay. Oh, wie das Wasser fließt. Schön. Hier, in dieser, ja, Einöde. Einöde. Wie komme ich denn jetzt? Achso, kann ich hier, ne? Oh, hier kann ich also keine Portale setzen. Ja, ah, hier kann ich auch ein Portal setzen. Ist genauso gut. Machen wir uns mal hier wieder auf den Weg. Oh. Kisten. Wo haben wir denn Kisten? Haben wir irgendwo Kiste? Oh, ja, wir haben hier irgendwo Kisten. Und zwar haben wir hier Kisten. Was ich eigentlich. Moment mal, wenn ich auf den Knopf drücke, geht. Ah, hier die Kiste auf und dann wird hier das ein Portal geschleppt. Finde ich auch gut. Machen wir das mal. Klatsch! Wie ein schöner Klumpen. Setzen wir den Klumpen darauf. Wird schön gelb. Und wir haben eine Treppe! Holla, die Waldfee. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier oben kommt auch noch. Ja, dann. Portal. Ja, wann kommst du? Mach mal hier hinne. Wupp. Wir können ja jetzt diskutieren, ob ich das extra gemacht habe oder nicht, aber. Oh, jetzt habe ich das. Ah. Einmal E drücken hier genügt. Wo muss denn das Ding hin? Ah, hier oben, ja, stimmt. Dann ist die Tür offen. Was ist eigentlich der zweite? Das ist der zweite Bazaar. Well done. Ah. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs Dependence? Ja, okay, ja. Low-power environments of as few as 1.1 volts. Ach so, ich hätte auch können das hier einfach hochstellen, aber naja, wir haben es eben manuell gefangen. Per Hand eben, ne? Ja. Handarbeit, manual work. Und der Ladescreen! Muss mich erst noch dran gewöhnen. Oh Mann, ey, ich hab voll Durst hier. Was schwätschen du da? Kleiner Dippelabbes. Ich geb dir gleich ein physikalisches Gesetz, du Dummschwätzer, du. Naja. So viel dazu. Ach, guck mal da. Ein. Ja, dann hier, ne? Hier durch. Ja, zuerst gucken wir erst das mal an. Oh. Oh. Eine Kiste. Ja, dann müssen das physikalische Gesetz hier. Aber bloß nicht, ich kann hier keine Portale setzen. Da geht doch hier der. Ach so, aber ich kann. Ja, okay. Hier kann ich Portale setzen. Hui. Ach so, okay. Das ist aber schon ziemlich uncool, dass das jetzt da rauskommt und so. Das finde ich wirklich uncool. Jetzt muss ich das Ding hier noch in der Hand behalten beim Springen. Ey, knie dich nieder. So.
Ha! Schnappen wir uns das Ding. Geht doch. Und da drauf. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future. And the future starts okay. with you. Der Roboter da gefällt mir ziemlich gut. Nicht so wie die hier. Aus Portal 1. Der hat mir zwar auch am Anfang gut gefallen, fand ich nett, ne? Aber das war das, was... Das wollten sie ja in dem Spiel vermitteln, die Entwickler. Und am Schluss wurde sie dann doch böse. So braucht das Teil hier, ja. Gucken wir uns erstmal das Level hier an. Ja, wurscht. Hier durch. Oh, ey. Oh. Hä? Oh. Haha. Ganz schön verwirrend hier. Ich muss das hier irgendwie rüberpumpen oder so. Ja, okay, das. Kennst du da irgendwo? Hier, die Schuhe jetzt erstmal mit. Hier ein Portal. Und dann. Ah, so haben wir es doch. Und hier drauf und da haben wir es geschafft. Passt. Hier ist Portal. Moment mal, was ist denn hier oben? Sieht aus wie, als ob da irgendwas Geheimes wäre. Nö. Ja, okay, dann eben nicht. Huh, geschafft, so. Ja, ich bin stolz. Ich bin dumm und verstrahlt. Alt noch nicht, aber dumm und verstrahlt bin ich. So. Dicke, 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 dicke. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Schwer, irgendwelche Leute zu unterhalten während einem Ladebildschirm. Bum, bum. Um die Kerntestprotokolle mit genügend Energie zu versorgen, werden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Ihr könnt Ihre Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Ah, hier. Ja, was hast du? Oh, brilliant! You did find a portal gun! Oh, the... Do you know what? It just goes to show, people with brain damage are the real heroes. Ey, ich nehme das nicht als Beleidigung. Hop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Okay, wenn du das so willst. Just pop a portal right behind me there, and come on through to the other side. Ja, ja. Ach, diese Wand hier. Bin da. Okay, listen, let me... lay something on you here, it's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here, so get ready to catch me, all right, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. On three. Ready? One. Two. Two. Three! That's high. It's too high, isn't it, really, that? All right, going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay. Okay, ready? One. Catch me, catch me! Ja, aber... Ow. Zu viel, one. I am not dead. I'm not dead. Ich könnte aber jetzt die ganze Zeit mit rumschleppen. Stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Go on, just jam me in over there. Hm. Dann würde ich mal sagen... Ka... Das war's mit dem ersten Part von Portal 2, das Spiel fand ich bis jetzt, auch wenn es bis jetzt nur 24 Minuten waren, die wir gespielt haben, klasse und ich verfalle schon in eine Sucht und deswegen würde ich das jetzt Ganze hier beenden und mach einfach das nächste Mal dort weiter, wo wir jetzt gerade, beenden. Und tschüss, war wieder schön mit euch.